Ja, es kommt schon die erste Frage. Wann geht das Seminar los? Mein Name ist Christa Rustler und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Webinar zum Weltnichtrauchertag, der am kommenden Sonntag, am 31. Mai stattfindet. Das Webinar wird angeboten von Unfair Tobacco. Und das Thema des Webinars ist, wie die Tabakindustrie Kinderrechte verletzt. Mein Name ist Christa Rustler. Ich bin die Geschäftsführung im deutschen Netz rauchfreier Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen und ich begleite Sie heute in der Moderation durch dieses Webinar. Das Webinar richtet sich an zivilgesellschaftliche Akteurinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kinder- und Menschenrechte, Tabakkontrolle und nachhaltige Entwicklungen. An Entscheidungsträgerinnen von Politik und Verwaltung, an Medienvertreterinnen sowie an die interessierte Öffentlichkeit. Sollten wir aber Vertreter der Tabak- oder der E-Zigarettenindustrie als Teilnehmer dabei sein, so bitten wir Sie, das Webinar zu verlassen. Wir wollen die Informationen nicht mit Ihnen teilen. Das Webinar wird aktuell auf Facebook Live übertragen, aber auch aufgezeichnet und steht Ihnen später im YouTube-Kanal bei Unfair Tobacco zur Verfügung. Alle Teilnehmenden im Webinar sind automatisch auf Stumm geschaltet und auch die Videoübertragung ist ausgeschaltet. Das dient der Qualität der Übertragung. Aber wir wollen natürlich gern mit Ihnen in Kontakt sein und auch Ihre Fragen beantworten. Von daher können Sie unten bei dem Button Fragen und Antworten bitte Ihre Fragen eintragen. Sie werden gesammelt und wir diskutieren. Wir können Sie am Ende des Webinars an die Referentinnen weitergeben und Sie können dort diskutieren. Jan Schulz wird die Fragen sammeln und sie bündeln, sodass wir hinterher das alles gut übernehmen können. Sollte jemand schneller sein als Sie und die Frage schon gestellt haben, dann klicken Sie doch auf den Like-Button, dann verstärken Sie die Frage und wir wissen, wie das vielleicht mehrere an einem bestimmten Thema interessiert sind. Technische Fragen können Sie ebenfalls über den Chat stellen. Die technische Beraterin Steffi Wassermann, die das Ganze aufrechterhält, wird Ihnen dann antworten. Wer spricht heute zu Ihnen? Das Webinar ist gestaltet worden, eben weil Weltnichtrauchertag am 31.05.2020 kommt und dieses Jahr hat der Weltnichtrauchertag das Thema Schutz der Jugend vor der Manipulation der Tabakindustrie und vor Tabak- und Nikotinkonsum. Durch den Coronavirus sind vor allen Dingen auch also aktive und ehemalige Raucherinnen besonders gefährdet. Und zwei Gesetze sind damit etwas in den Hintergrund gerückt durch die Diskussion. Und um die soll es hier gehen. Es geht einmal um das Tabakwerbeverbot und das Lieferkettengesetz. 19 Organisationen reichten einen Alternativbericht über Deutschland beim UN-Kinderrechtskomitee ein. Auch darüber werden Sie mehr hören. Nun zu den Expertinnen. Spricht gleich zu Ihnen Ute Mons. Sie ist Epidemiologin und Public Health Wissenschaftlerin am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, wo sie seit Dezember 2016 die Stabsstelle Krebsprävention leitet. Sie ist seit 2005 als Wissenschaftlerin im Themenfeld Krebsprävention und Tabakkontrolle tätig und setzt sich seit vielen Jahren in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien für eine evidenzbasierte Prävention chronischer Erkrankungen ein. Sie wird zur Tabakwerbung und gesundheitliche Schäden durch Rauchen und Passivrauchen berichten. Nina Ohlmeier leitet die Abteilung politische Kommunikation beim Deutschen Kinderhilfswerk. Sie ist dort für die Koordination und Umsetzung der Lobbyarbeit zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland zuständig. Und darunter auch zum Thema Nichtraucherschutz von Kindern und Jugendlichen. Und sie spricht zum Kinderrecht auf Gesundheit durch Belastung durch Passivrauchen. Und nicht zuletzt Sonja von Eichborn aus Berlin. Sie leitet seit über 10 Jahren das Projekt Unfair Tobacco. Im Jahr 2017 wurde Unfair Tobacco mit dem WHO World No Tobacco Day Award ausgezeichnet. Und zwar für die brückenschlagende Arbeit zwischen Tabakkontrolle, nachhaltiger Entwicklung, öffentlicher Gesundheit und Handel.
Seit Februar 2020 koordiniert sie das Netzwerk Kinderrechte und Tabakkontrolle. Sie spricht zum Recht auf Schutz vor ausbeuterischer Kinderarbeit und durch Tabakanbau und stellt kurz den Alternativbericht ans UN-Kinderrechtskomitee vor. Aber nun zu den Inhalten. Und ich bitte um den Beitrag von Ute Mons zum Thema Tabakwerbung, Gesundheit und Passivrauchen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, Sie können mich alle gut sehen und hören. Meine Aufgabe ist es heute, die gesundheitliche Perspektive zu beleuchten. Und ja, aus gesundheitlicher Sicht ist die Sache natürlich ganz klar. Wir wissen, dass Tabakkonsum das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko unserer Zeit ist. Das sind rund 120.000 Todesfälle, die jedes Jahr auf das Rauchen zurückzuführen sind. Und ja, aus der Perspektive der Krebsforschung besonders betrüblich ist natürlich, dass rund 85.000 neue Krebserkrankungen jedes Jahr auf das Rauchen zurückzuführen sind. Das ist in etwa jede fünfte Krebsneuerkrankung, die auf das Rauchen zurückgeht. Das natürlich eben auch verbunden mit immensem Leid für die Betroffenen und ihre Familien. Und man könnte ja eigentlich meinen, dass wenn man solche Zahlen hört, dass das auch ein Anlass sein müsste für die Politik, um wirklich zu handeln, um etwas zu tun, um den Tabakkonsum zu senken. Und das ist aber leider nicht der Fall. Wenn wir eben auf Deutschland schauen, dann insbesondere auch aus europäischer Perspektive, dann sehen wir, dass Deutschland viel zu wenig tut, um den Tabakkonsum zu senken. Und ja, insofern haben wir unseren letzten Platz auf der europäischen Tabakkontrollskala entsprechend auch tatsächlich verdient. Es ist jetzt immerhin so, wenn man in Bezug auf das Tabakwerbeverbot oder das Außenwerbeverbot, da haben wir jetzt eine mehrjährige Hängepartie hinter uns, aber es sieht tatsächlich jetzt gerade so aus, als hätte diese Hängepartie bald ein Ende. Ein Außenwerbeverbot der Tabakprodukte ist in Vorbereitung. Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber es ist leider wieder nur ein winzig kleiner Trippelschritt, aber immerhin. Das Tabakwerbeverbot ist auf jeden Fall dringend notwendig. Wir wissen, dass Tabakwerbeverbote dazu beitragen können, dass das Nichtrauchen zur Norm wird. Tabakwerbeverbote unterstützen erwachsene Raucher und Raucherinnen dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, weil eben das Tabakwerbung als ein Trigger, der zum Rauchen veranlasst und motiviert, wegfällt. Tabakwerbeverbote schützen aber in erster Linie auch junge Menschen, die durch Tabakwerbung in vielerlei Weise beeinflusst werden. Es ist ja so, dass Tabakwerbung im Prinzip sämtliche Präventionsbemühungen konterkariert. Also wenn beispielsweise in Schulen über die Schädlichkeit des Rauchens aufgeklärt wird und die Schüler und Schülerinnen anschließend dann aber an der Bushaltestelle Tabakwerbung sehen, die ihnen das erklärt, dass das Rauchen cool ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Und vor allem hat die Tabakindustrie zuletzt jährlich rund 250 Millionen Euro für Tabakwerbung ausgegeben. Darunter auch 100 Millionen Euro für Außenwerbung. Und da kann tatsächlich kein Präventionsbudget mithalten. Also verglichen damit sind die Präventionsmittel, die zur Verfügung stehen, wirklich mickrig. Wir wissen, dass Tabakwerbung ein positives Image des Rauchens fördert, dass es dadurch auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Kinder und Jugendliche mit dem Rauchen anfangen. Und das ist eben häufig der Beginn einer potenziell lebenslangen und vor allem oftmals auch lebensverkürzenden Tabakabhängigkeit. Wir wissen das aus robusten wissenschaftlichen Studien. Es gibt bedeutende Berichte von Expertenkommissionen zu den Folgen der Tabakwerbung. Beispielsweise im Rahmen von Berichtsreihen des National Cancer Institutes in den USA. Und diese Expertenkommissionen haben die Forschung gesichtet und eindeutig festgestellt, dass die gesamte wissenschaftliche Evidenz eben auf einen Kausalzusammenhang zwischen Tabakmarketing und Tabakkonsum hinweisen. Das heißt, es ist klar belegt, dass Tabakkonsum bei Jugendlichen den Einstieg ins Rauchen fördert und umgekehrt ist auch wissenschaftlich klar belegt, dass Tabakwerbeverbote wirksam dazu beitragen können, den Tabakkonsum zu senken. Und dabei gilt, dass sie umso besser wirken, je umfassender sie sind. Ein Gegenargument, was man in den letzten Jahren immer wieder gehört hat, ein Gegenargument zu Tabakwerbeverboten ist, dass der Tabakkonsum unter Jugendlichen ja sowieso rückläufig sei. Dass der Tabakkonsum oder der Raucheranteil unter Jugendlichen in den letzten 20, 30 Jahren trotz Tabakwerbung von etwa 30% auf rund 10% gefallen sei. Und da muss man aber auf der anderen Seite natürlich sagen, erstens, 10% sind immer noch zu viel.
Zweitens wissen wir, dass der Einstieg ins Rauchen sich zum Teil einfach nur ins junge Erwachsenenalter verschoben hat. Also wenn wir uns die 18- bis 25-Jährigen anschauen, dann hat sich da der Tabakkonsum weniger stark rückläufig entwickelt als bei den unter 18-Jährigen. Und daran hat Tabakwerbung sicherlich auch ihren Anteil, weil wir eben auch wissen, dass insbesondere Jugendlichen Tabakwerbung sehr stark wahrnehmen, obwohl die Tabakindustrie behauptet, dass sie Jugendliche nicht ansprechen würde. Und das andere ist natürlich auch, dass diese Rückgänge durchaus auch wackelig sind. Also es bräuchte womöglich nur eine erfolgreiche Werbekampagne der Tabakindustrie und dann sehen wir womöglich wieder einen Anstieg. Das heißt, Tabakwerbeverbote sind dringend geboten. Ich habe jetzt hier auf der Folie, die Sie im Hintergrund sehen, auch noch ein paar Abbildungen zu Aspekten, auf die ich noch mal kurz speziell eingehen wollte. Sie sehen links oben ein Foto einer aktuellen Werbekampagne. Das habe ich vor ein paar Wochen, Anfang März in Frankfurt geschossen. Und in dieser Kampagne wird ein Hashtag verwendet, der wiederum auch auf eine Kampagne in den sozialen Medien verweist. Und wir wissen ja auch, dass soziale Medien ein Kanal sind, der besonders von jungen Menschen wahrgenommen wird. Und das ist eben auch so eine Möglichkeit, wie die Tabakindustrie Werbebeschränkungen im Internet umgeht. Das heißt, sie nutzen jede Möglichkeit, jedes Schlupfloch, das sich ihnen bietet, auch Werbebeschränkungen zu umgehen. Und das ist auch ein grundlegendes Problem, wenn man eben nur einzelne Werbekanäle reguliert, also beispielsweise nur ein Außenwerbeverbot einführt, dann ist das zwar ein wichtiger Schritt, aber wir wissen eben auch, dass die Tabakindustrie dann eben auf andere Werbekanäle ausweicht. Das heißt, das, was wir eigentlich brauchen, ist ein umfassendes Verbot der Tabakwerbung, auch in anderen Werbekanälen. Und ein paar andere sehen Sie auch oben rechts dargestellt. Da ist gezeigt, der Anteil oder die Wahrnehmung von Tabakwerbung in verschiedenen Bereichen durch Raucher und Raucherinnen im Jahr 2018, also noch relativ aktuell. Und Sie sehen tatsächlich, Tabakwerbung auf Plakatwänden ist an dritter Stelle. Es wird sehr häufig wahrgenommen, weil es eben auch in Deutschland sehr häufig ist. Also es unterstützt nochmal, dass das Außenwerbeverbot notwendig ist. Aber wir sehen eben auch, dass andere Bereiche zum Teil noch stärker wahrgenommen werden. Insbesondere Verkaufsstellen sind ein großes Problem. Und auch hier müsste eigentlich dringend was getan werden. Viele andere Länder, insbesondere andere europäische Länder, haben Tabakwerbung im Verkaufsort bereits verboten. Eine gute Nachricht sehen Sie noch rechts unten in der Abbildung. Da sehen Sie, das sind Umfragedaten von 2016 und 2018. Und Sie sehen eben auch hier, dass die große Mehrheit der Bevölkerung und vor allem auch die große Mehrheit der Raucher und Raucherinnen, nämlich insgesamt etwa 3/4, sich für ein Verbot der Tabakwerbung, der Außenwerbung ausspricht. Das heißt, im Prinzip muss sich die Politik nur noch einen Ruck geben und dem Willen der Bevölkerung folgen. So viel an der Stelle von meiner Seite. Ich stehe natürlich später dann gerne noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Frau Mont, für diesen Überblick über die guten Gründe, Tabakwerbung zu verbieten, und zwar nicht nur Außenwerbung, sondern an allen Stellen, sodass es, wie die Weltgesundheitsorganisation formuliert, zu einer Denormalisierung des Tabakkonsums und der Wahrnehmung des Tabakkonsums. Schön ist diese breite Unterstützung in der Gesellschaft, und ich denke, auch eine breite Unterstützung in der Gesellschaft bekommt das nächste Thema, nämlich die Kinderrechte und der Kinderschutz vor Passivrauchen. Und ich gebe gerne das Wort weiter an Frau Nina Ohlmeier, Abteilungsleiterin Politische Kommunikation. Hallo und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und also digital sozusagen hier zu sein und zu Ihnen sprechen zu können. Ich möchte gerne in drei Teilen kurz was erzählen, und zwar einmal die Folgen des Passivrauchens darstellen bei Kindern und Jugendlichen, dann was sagen zu der Frage, was hat die UN-Kinderrechtskonvention eigentlich mit dem Thema Passivrauchen zu tun, und dann zum politischen Handlungsbedarf. Die Folgen des Passivrauchens bei Kindern sind wissenschaftlich erwiesen. Wir wissen, dass es signifikante gesundheitliche Belastungen gibt durchs Passivrauchen. Kinder atmen öfter als Erwachsene, ihr Entgiftungssystem ist noch nicht ausgereift und auch die Lunge ist noch in der Entwicklung, und dadurch kann sie leichter geschädigt werden. Und das hat eben ganz schwerwiegende Folgen: ein erhöhtes Risiko für Atemwegsbeschwerden und Erkrankungen, eine beeinträchtigte Lungenfunktion, Mittelohrentzündungen, das Herz und der Kreislauf sind weniger leistungsfähig, und bei Säuglingen gibt es sogar ein 6-fach erhöhtes
ein 6-fach erhöhtes Risiko des plötzlichen Kindstods. Und besonders perfide, darauf möchte ich auch noch kurz eingehen, ist, dass durch das Passivrauchen die bestehenden Ungerechtigkeiten noch verstärkt werden. Denn besonders betroffen, wie so oft, sind Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungsstand und die ein geringes Einkommen haben. Wir kennen auch dazu Zahlen. 59% der Kinder in Familien mit niedrigem sozialen Status hat mindestens ein Elternteil, das raucht. Bei den Kindern mit mittlerem Sozialstatus sind es 40,8% der Kinder und bei denen mit hohem Sozialstatus deutlich weniger, 20,7%. Also da sieht man eben dieses soziale Gefälle, was bei der Frage, wird zu Hause bei Kindern geraucht und rauchen sie dadurch auch zu Hause passiv noch stärker ist. Da gibt es ein Gefälle von 20% hin zu 7,7% und bei Kindern aus Familien mit hohem Sozialstatus sind es nur 1,5%. Besonders durch Passivrauchen belastet sind Kinder übrigens auch im Auto. Das Deutsche Krebsforschungsinstitut hat da auch errechnet, dass eine 5-mal so hohe Schadstoffbelastung wie in einer Raucherkneipe erreicht werden kann, selbst wenn das Fenster leicht geöffnet ist. Wenn Kinder sich eben im Auto befinden, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Aber, und das ist oft unterschätzt oder noch nicht ganz so bekannt, es ist nicht nur der Passivrauch, der eingeatmet wird, der für Kinder gefährlich ist, sondern auch der sogenannte Third-Hand-Smoke. Das heißt, die schädlichen Substanzen, die sich bilden, die sich eben auch auf Oberflächen ablagern und gerade bei kleinen Kindern, die dann die Oberflächen anfassen, sich in den Mund fassen, führen diese Stoffe eben auch zu einem erhöhten Krebsrisiko. Was hat das nun mit den Kinderrechten zu tun? Ich habe es eben schon gesagt, vielleicht ein paar Worte zur UN-Kinderrechtskonvention. Viele von Ihnen wissen es möglicherweise auch schon, aber trotzdem als Grundlage. Die UN-Kinderrechtskonvention ist seit 1992 geltendes Recht in Deutschland. Sie ist eine völkerrechtlich bindende Verpflichtung, so steht es in Artikel 4 der UN-Kinderrechtskonvention und steht im Range eines einfachen Bundesgesetzes. Das heißt, sie ist bereits geltendes Recht in Deutschland, steht allerdings unter dem Grundgesetz, aber dieses ist völkerrechtsfreundlich auszulegen durch das Bundesverfassungsgericht. Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für Kinder bis 18 Jahre. Wir sagen oft Kinder und meinen damit Kinder und Jugendliche, wie man es mehr vielleicht im umgangssprachlichen Gebrauch nennt. Und neu an der UN-Kinderrechtskonvention war, dass sie ganz eigene kinderspezifische Rechte sozusagen schafft und Kinder als Rechtssubjekte begreift. Sie besteht aus 3 Säulen von Rechten, aus Schutzrechten, aus Förderrechten und aus Beteiligungsrechten. Und das Dach bildet das sogenannte Kindeswohl, was auch im Englischen Best Interest of the Child genannt wird und sich nochmal abgrenzt und breiter ist als das Kindeswohl, von dem wir in Deutschland oft im Kontext zum Beispiel des SGB VIII, der Kinder- und Jugendhilfe, sprechen. Und dieses Kindeswohl ist ein vorrangig zu berücksichtigender Gesichtspunkt bei allen Maßnahmen, die das Kind betreffen. Zu den Förderrechten dieser Säule gehört auch der Artikel 24, das ist das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit und auch das Recht auf Entwicklung. Und die Vertragsstaaten, damit auch Deutschland, müssen gewährleisten, dass eben Kindern in größtmöglichem Umfang das Überleben und die Entwicklung gewährleisten. Es gibt auch eine allgemeine Bemerkung zu diesem Artikel Nummer 6. Diese allgemeinen Bemerkungen werden vom Kinderrechteausschuss geschaffen, um der Auslegung der Artikel zu dienen und die Untervertragsstaaten bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zu unterstützen. Und darin steht, dass die körperliche Gesundheit ein Kernziel ist und vor allen Dingen der Schutz vor sogenannten vermeidbaren Krankheiten. Wenn man das jetzt sozusagen zurückbezieht auf die Dinge, die ich zum Passivrauchen eben dargestellt hatte, die eben eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit und auch für die Entwicklung der Kinder darstellen, dann braucht man eigentlich nicht viel interpretieren, um sagen zu können, dass es eine Pflicht der Staaten ist, die Kinder zu schützen durch Präventivmaßnahmen. Das geht ganz klar aus der UN-Kinderrechtskonvention hervor. Und diese hat darüber hinaus auch ganz konkrete Bezüge zum Thema Tabak, nur ganz kurz dargestellt. Es gibt auch zum Artikel 15, den ich eben schon genannt hatte, Gesundheit, zum Artikel 24, Gesundheit, eine allgemeine Bemerkung. Darin steht, dass Kinder vom Staat geschützt werden müssen vor Tabakkonsum und dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um den Konsum zu reduzieren. Und der Ausschuss geht sogar so weit, dass er in dieser allgemeinen Bemerkung auch sagt, dass das rauchfreie Wohnumfeld zentral für ein gesundes Aufwachsen und die gesunde Entwicklung ist.
Aber es sind auch andere Rechte berührt der UN-Kinderrechtskonvention, wenn es ums Rauchen geht und ums Passivrauchen, zum Beispiel das Recht auf Information. Dazu haben wir eben in Sachen Tabakwerbung schon einiges gehört. Auch, das ist uns als Kinderrechtsorganisation immer sehr wichtig, das Recht auf Beteiligung. Kinder und Jugendliche müssen an allen Angelegenheiten, die sie betreffen, beteiligt werden. Und Studien zum Beispiel aus den Niederlanden zeigen uns, dass Kinder sich stark wünschen, dass ihre Kinder später mal nicht rauchen oder auch, dass Eltern zu Hause sie nicht dem Rauch aussetzen. Nicht zuletzt gibt es auch noch das Recht auf Nichtdiskriminierung, was erwähnt werden muss. Ich hatte eben schon gesagt, dass Passivrauchen gesellschaftliche und wirtschaftliche Benachteiligungen verstärkt. Und das entspricht eben nicht dem Recht auf Nichtdiskriminierung, wie die UN-Kinderrechtskonvention sie vorsieht. Bisher gibt es aber leider nur, und das in vielen Bereichen, nicht nur im Bereich der Tabakkontrolle so, noch wenige Gerichtsentscheidungen zur Anwendung der Kinderrechte in Deutschland, eben auch im Bereich Passivrauchen. Und das liegt nicht zuletzt aus unserer Sicht daran, dass die Kinderrechte oft von Normanwenderinnen übersehen werden, von den Gerichten übersehen werden. Deswegen plädieren wir auch für eine Festschreibung der Kinderrechte im Grundgesetz. Was sind die politischen Schlussfolgerungen daraus? Klar, Deutschland muss tätig werden. Und entscheidend ist dabei aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes, dass weitgehende Rauchverbote erlassen werden. Denn, das wurde eben auch schon in Bezug auf die Tabakwerbung gesagt, sie verhindern den Einstieg in den Tabakkonsum und reduzieren den Tabakkonsum bei Jugendlichen. Wir wissen, dass 90% der RaucherInnen vor dem 18. Lebensjahr beginnen zu rauchen. Und das prägt das spätere Leben, was Kinder und Jugendliche dann haben werden. Und das ist besonders auch eindrücklich, wenn man sich eben diesen sozialen Bias, den ich schon geschildert habe, anguckt. Also es ist auch eine bestimmte Gruppe, die da besonders eben der unter den Benachteiligungen leidet. Erkenntnisse aus anderen Ländern zeigen uns auch, dass Rauchverbote wirksam sind. Es gibt eine Studie der Universität in Boston, die zeigt, dass die Gefahr für Jugendliche zu RaucherInnen zu werden in Städten mit einem strikten Rauchverbot um bis zu 40% niedriger ist als in Kommunen, in denen nicht geraucht werden darf. Und auch in Deutschland zeigt eine Studie aus 2013, dass im Zuge gesetzlichen Schutzes in Bezug auf die Gastronomie und das Rauchverbot auch die Zahl freiwilliger Rauchverbote in Privathaushalten gestiegen ist. Also es gibt da sozusagen auch angrenzende Effekte, wenn solche Rauchverbote erlassen werden. Deswegen ist es aus unserer Sicht notwendig, dass man Verbote erlässt, Rauchverbote, allem voran für Orte, an denen sich Kinder maßgeblich aufhalten, das heißt auf Spielplätzen, im Umfeld von Schulen, aber auch im öffentlichen Raum ganz generell, denn Erwachsene haben auch eine Vorbildfunktion für das gesundheitsfördernde Verhalten von Kindern und es braucht in dieser Hinsicht einen Paradigmenwechsel. Nichtrauchen muss in der Öffentlichkeit als Normalfall angesehen werden. Etwas heikler wird es im privaten oder im halbprivaten Raum, sage ich mal. Ich hatte vorhin das besonders hohe Risiko im Auto genannt, wenn Kinder sich im Auto aufhalten und dort geraucht wird. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat dazu ein Gutachten veröffentlicht und hat die verfassungsrechtliche Zulässigkeit geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, es ist verfassungsrechtlich zulässig, denn es gibt eine herausragende Bedeutung des mit dem Rauchverbot verfolgten Schutzziels, so heißt es wörtlich in dem Gutachten. Der Staat ist verpflichtet, sich dort schützend und fördernd vor das Leben und die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen zu stellen, wo die Grundrechtsberechtigten selbst nicht dazu in der Lage sind. Also etwas kompliziert gesagt, sozusagen, dass Kinder in dem Fall ja gar nicht die Entscheidung haben, nicht mitzufahren, dass die Entscheidung von ihren Eltern getroffen wird und da der Staat schützend einspringen muss. Denn der Kinder- und Jugendschutz hat Verfassungsrang. In diesem Sinne haben wir auch gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte einen Formulierungsvorschlag gemacht, wie das in der Straßenverkehrsordnung verankert werden könnte. Gehe ich jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, aber wer das interessiert, kann ich das gerne auch nochmal dann zur Kenntnis geben. Vielleicht noch zu dem Thema Rauchverbot im Auto der Hinweis, dass wir da im europäischen Vergleich wirklich hinterherhinken. Sind uns viele Länder voraus, Frankreich, England, Schottland, Nordirland, die Republik Irland, Finnland, Griechenland, Italien, Zypern, also es gibt zahlreiche europäische Länder, in denen Rauchverbote in Autos in unterschiedlicher Ausprägung verankert sind. Und auch hier ist es wie beim Tabakwerbeverbot, 87% der Bevölkerung stimmen einem Rauchverbot im Auto zum Schutz von Kindern zu, also es gibt auch ein hohes Pro der Bevölkerung.
Abschließend vielleicht noch zwei Worte zum Thema privater Raum. Ich hatte eben schon die allgemeine Bemerkung Nummer 15 genannt, die sagt, Maßnahmen sollen von Staaten ergriffen werden für ein rauchfreies Umfeld als Teil angemessener Wohnbedingungen. Klar, es stellt sich da die Frage, ist das machbar? Gleichzeitig kann man auch hier eine ähnliche Argumentation wie im Auto heranziehen. Es gibt ein besonderes Schutzziel, es stellt sich aber auch die Frage der Kontrolle. Und da ist vielleicht noch zu sagen, dass all diese Rauchverbote begleitet werden sollten mit präventiven Maßnahmen. Rauchverbote alleine sind nicht das Mittel der Wahl. Es muss natürlich immer auch Prävention eine große Rolle spielen. Und ganz abschließend als Fazit nochmal möchte ich betonen, dass Deutschland als Vertragsstaat, ich glaube, das ist deutlich geworden, weit hinter den Verpflichtungen der UN-Kinderrechtskonvention zurückbleibt und hier endlich in Bezug auf Passivrauchen, aber auch andere Gebiete tätig werden muss. Vielen Dank. Frau Hussler, Sie haben Ihr Mikro noch aus. Dann kann ich das alles nochmal erzählen. Vielen Dank, Frau Ohlmeier, für den spannenden Vortrag. Auch für mich immer wieder interessante neue Aspekte, was zeigt, dass die Kinderrechte in Deutschland wirklich noch starke Fürsprecher brauchen und dass die Gesellschaft auch darauf wartet, dass das Grundlegendes festgelegt wird und handlungsleitend wird. Das waren jetzt die Kinder in Deutschland. Und im nächsten Beitrag geht es um die Kinderrechte und den Schutz vor Ausbeutung in der Lieferkette. Und die Lieferkette startet in ganz anderen Bereichen. Und ich freue mich auf den Vortrag von Sonja von Eichborn. Ja, vielen Dank, Christa Rustler, für die Überleitung. Ja, wir haben gehört, also in Deutschland hat noch ein bisschen was zu tun im Punkt Kinderrechte in Deutschland selber. Wir gehen jetzt weiter weg aus Deutschland. Da wird es schon wieder schwieriger mit den Kinderrechten und dem Durchsetzen. Aber zunächst mal überhaupt, warum spreche ich darüber? Also ich schaue jetzt in die Lieferkette von Tabakunternehmen. Und das tue ich deshalb, weil Deutschland einer der größten Zigarettenexporteure der Welt ist. Jedes Jahr werden ca. 120 Milliarden Zigaretten aus Deutschland exportiert. Dafür, um diese Zigaretten zu produzieren, importiert Deutschland jedes Jahr ungefähr 115.000 Tonnen Rohtabak. Und wenn man nun schaut, wo der herkommt, dann gibt es verschiedene Statistiken und man kann sehen, viel Tabak kommt aus Brasilien, Malawi, aus Indonesien, aus Tansania oder auch Sambia und noch einigen anderen Ländern. In all den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, arbeiten Kinder im Tabakanbau. Da gibt es eine ganze Reihe Berichte dazu von internationalen Organisationen wie Human Rights Watch, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Ökonomie des Tabakanbaus beschäftigt haben und dabei über Kinderarbeit berichtet haben. Und sogar die internationale Arbeitsorganisation, die ILO, hat auch Berichte dazu. Es ist also bekannt. Ich möchte mich dem Thema Kinderarbeit annähern, indem ich erzähle, was machen die da eigentlich auf dem Tabakfeld. Das Bild, das Sie gerade sehen, das ist schon ziemlich spät im Tabakjahr. Die Kinder fangen aber von Anfang an mitzuarbeiten. Die bereiten die Beete für die Tabakpflanzen vor, dabei graben sie Felder um, sie fällen sogar Bäume. Sie jäten dann später Unkraut, sie müssen den Dünger ausbringen, sie müssen Pestizide sprühen und die Schädlinge von den Pflanzen absammeln, also zum Beispiel Käfer oder Würmer. Und später, wenn die Tabakpflanze reif ist, dann müssen sie die Blätter ernten, die grünen Tabakblätter pflücken. Sie müssen sie bündeln, sie müssen sie zum Trocknen aufhängen. Dann müssen die Trockenöfen beheizt werden. Das machen auch Kinder. Also überall da sind Kinder beteiligt. Und zum Schluss wird der Rohtabak sortiert, gebündelt und verpackt. Und das sehen Sie auf dem Bild im Hintergrund. Das ist ein Foto, das wurde von der Tobacco Free Association of Zambia fotografiert, und zwar in diesem Jahr im März 2020.
Da sieht man, wie der Tabak sortiert wird, um für den Verkauf vorbereitet zu werden. Interessant an diesem Bild ist, dass die Menschen dort Gesichtsmasken aufhaben. An sich wäre das zum Beispiel eine sehr gute Schutzmaßnahme tatsächlich bei der Sortierung von Tabakblättern. Der Grund, weshalb diese Masken da sind, ist aber Corona in diesem Fall. Also da hat praktisch die Maßnahmen gegen Corona haben in diesem Fall etwas geholfen, auch für die Tabakbäuerinnen und Bauern und für die Kinder, die da mitarbeiten. Jetzt wissen wir, was Kinder ungefähr machen. Welchen Gefahren sind sie denn da ausgesetzt in der, im Tabakanbau? Zum einen sind es schwere körperliche Arbeiten. Ich habe gesagt, die fällen Bäume, das haben die meisten von uns noch nie gemacht. Sie tragen schwere Lasten, sie graben die Felder um. Sie sind jeden Tag sehr viel beschäftigt und deswegen sehr überanstrengt oft. Und sie haben oft eben keine Schutzkleidung. Das heißt, sie versprühen zum Beispiel Pestizide, ohne Schutzkleidung anzuhaben. Das würden wir hier unseren Kindern auch nicht erlauben. Das Wichtige aber ist, dass sich unterscheidet von vielen anderen Anbaupflanzen, ist, dass die Tabakpflanze selbst giftig ist. Sie enthält Nikotin. Nikotin ist in Zigaretten, das wissen wir alle, aber es hat auch schon die Pflanze in sich. Nikotin ist ein Nervengift, das ist fett- und wasserlöslich, das heißt, es geht durch die Haut durch. Sonst würden ja auch Nikotinpflaster überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, wenn die Kinder, auch die Frauen und die Männer, die den Tabak ernten, die nassen Blätter anfassen oder die frischen Blätter anfassen, dann nehmen sie das Nikotin durch die Haut auf und dabei vergiften sie sich. Das ist sogar eine Krankheit, die einen eigenen Namen hat, die heißt grüne Tabakkrankheit. Was passiert bei einer grünen Tabakkrankheit? Die geht einher mit Übelkeit, mit Erbrechen, mit Kopfschmerzen, mit Schwindel und mit Schwächeanfällen. Und all das führt oft auch dazu, dass die Menschen sehr dehydriert werden und eigentlich Notfallmedizin brauchen, weil sie einen großen Flüssigkeitsmangel dadurch bekommen. Dass das für Kinder dann besonders schädlich ist, weil ihr Organismus erst in der Entwicklung ist, können wir uns sehr gut vorstellen. All das, was ich erzählt habe, führt dazu, dass die Internationale Arbeitsorganisation Kinderarbeit im Tabakanbau als eine der schlimmsten Formen von Kinderarbeit laut Konvention 182, so heißt die, eingeordnet hat. Das heißt, das ist eine der Formen der Kinderarbeit, die als allererstes abgeschafft werden soll. Was Sie jetzt bisher von mir gehört haben, war viel zum Thema Recht auf Gesundheit. Ich habe aber auch notiert Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Recht auf Bildung. Und dazu muss ich nochmal darauf eingehen, warum eigentlich die Kinder arbeiten im Tabakanbau. Das liegt daran, dass Tabakanbau sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Und die Bauern und Bäuerinnen in einer sehr starken wirtschaftlichen Abhängigkeit zu Tabakunternehmen haben. Die Tabakunternehmen bestimmen die Rohtabakpreise darüber, wie sie die Qualität des Tabaks einstufen. Und diese Einstufung, die bestimmen nicht die Bauern und Bäuerinnen, sondern die Unternehmen. Deshalb bleiben die meisten mit sehr geringen Rohtabakpreisen zurück, die sie bekommen. Und dann haben solche Familien, die meist kleinbäuerliche Landwirtschaft betreiben, einfach kein Geld, um Leute einzustellen, also um Arbeiterinnen zu bezahlen. Die eigenen Kinder müssen deshalb unentgeltlich mitmachen. Das heißt, in dieser Familiensituation muss jedes Familienmitglied mitarbeiten, weil es eben nicht bezahlt werden muss. Jetzt, wenn die Menschen schon in Armut leben, dann bedeutet diese Not auch, dass kein Geld da ist für den Schulbesuch. Selbst in Ländern, wo es keine Schulgebühren gibt, brauchen die Kinder eine Schuluniform und Bücher und Sachen zum Schreiben und Schuhe, um überhaupt in die Schule zu gehen. Und alle mögliche Ausstattung, auch dafür gibt es dann kein Geld. Und da kombiniert sich das dann, dass durch die Armut zu wenig Geld für Schulbildung da ist und es nun Kinder gibt, die auf fremden Tabakplantagen, also nicht bei der eigenen Familie, sondern extern nochmal arbeiten gehen, um Geld zu erwirtschaften, damit sie selbst in die Schule gehen können, weil sie das wollen. Das heißt, es ist ein recht komplexer Zusammenhang, wann Kinder arbeiten, warum sie arbeiten, wer das entschieden hat, ob sie arbeiten oder nicht arbeiten. Aber das eine Wichtige dabei ist, es ist
eine absolut gefährliche Form der Kinderarbeit. Was kann man denn jetzt tun, wenn man diese drei Rechte, die ich aufgeschrieben habe, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Schutz vor Ausbeutung und das Recht auf Bildung, stärken will und unterstützen will, dass Kinder eben nicht auf dem Tabakfeld arbeiten müssen? Da können wir als Individuen relativ wenig machen, aber die Staaten haben die Pflicht, ihre Kinder zu schützen. Und sogar Deutschland hat eine Pflicht, und zwar eine sogenannte extraterritoriale Pflicht. Das heißt, dass sie mit dafür verantwortlich sind, die Einhaltung von Kinder- und Menschenrechten in Lieferketten einzufordern und Unternehmen dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Jetzt können wir uns mal umschauen, was gibt es für Beispiele. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel aus Großbritannien. In Großbritannien haben Menschenrechtsanwälte den Konzern British American Tobacco verklagt. Also die Klage ist gerade am Anlaufen. Sie wurde eingereicht oder vorangekündigt, muss ich sagen, im Herbst letzten Jahres. Sie verklagen diesen Konzern im Namen von Hunderten von arbeitenden Kindern aus Malawi und ihrer Familien. Und zwar lautet die Anklage auf unlautere Bereicherung auf Kosten arbeitender Kinder und Ausbeutung von malawischen Kleinbauern und Bäuerinnen. Die Menschenrechtsanwälte argumentieren vor Gericht, dass der Konzern deshalb dafür verantwortlich ist, weil er den Preis bestimmt. Letztlich ist es das Unternehmen, das den Preis bestimmt und darüber bestimmt, ob in der Lieferkette Kinder arbeiten müssen oder nicht. So argumentieren diese Menschenrechtsanwälte. Die allererste Folge davon war, dass die USA, also am anderen Ende der Welt, den Tabakimport aus Malawi gestoppt haben. Sie haben gesagt, das steht auf unserer Liste. Tabak, der mit Kinderarbeit hergestellt ist, darf bei uns nicht eingeführt werden. Anscheinend gibt es dieses Problem in Malawi tatsächlich und deshalb darf dieser Tabak nicht mehr eingeführt werden. Bisschen makaber ist das aber, denn in den USA auf den Tabakfeldern arbeiten auch Kinder und Jugendliche. Ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich komme noch zurück zu Deutschland. Deutschland kann auch auf jeden Fall etwas machen, und zwar ein Lieferkettengesetz einführen. Das Lieferkettengesetz war im letzten halben Jahr immer mal wieder in der Presse auch und in den Medien, und eigentlich wollten im Februar der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, zusammen mit dem Arbeitsminister Heil ein Eckpunktepapier herausbringen, wie ein Lieferkettengesetz aussehen soll. Ein Lieferkettengesetz bedeutet, es gäbe hier eine gesetzliche Vorschrift, dass Unternehmen berichten müssen darüber, welche Risiken ihre Lieferkette hat in Bezug auf Kinder- und Menschenrechte, aber auch in Bezug auf Umweltprobleme und wie sie damit umgehen, welche Maßnahmen sie ergreifen, und letztlich müssen sie das dann immer wieder berichten. Und wenn sie nichts tun, dann soll in diesem Gesetz drinstehen, dass sie sanktioniert werden können. Das bedeutet, was wir brauchen in so einem Gesetz, um sinnvoll Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen, ist auf der einen Seite eine starke Transparenz und auf der anderen Seite eine staatliche Kontrollbehörde, die eben genau diese Berichte überwacht und sanktioniert. Und als dritten wichtigen Pfeiler eines Lieferkettengesetzes bräuchten wir, dass Menschen aus dem Ausland, also Menschen wie diese sambischen Bäuerinnen, die wir auf dem Bild sehen, einen Konzern, der in Deutschland diesen Tabak verarbeitet, verklagen können auf Schadensersatz. Das wäre eine sehr wichtige Sache da drin, dass es also eine zivilrechtliche Haftung für Schaden gibt. An diesem Lieferkettengesetz arbeiten wir schon länger. Und leider ist uns auch bei diesem Gesetz, ähnlich wie beim Tabakwerbeverbot, erstmal noch die Corona-Krise in den Weg gekommen, denn dieses Eckpunktepapier wurde schlicht und ergreifend fallen gelassen und als erstmal nicht so wichtig deklariert. Wir hoffen, dass wir wieder in Schwung kommen mit der gesamten Kampagne, damit auch das Lieferkettengesetz irgendwann mal so weit kommt, dass es in den Bundestag kommt. Soweit erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dir, Sonja, für den spannenden Bericht, der immer wieder sehr unter die Haut geht.
wenn es um Kinderarbeit geht und um Kinderrechte in Regionen und in Ländern. Und wir ja alle davon auch oder mit beteiligt sind. Alle diese Themen, die jetzt dargestellt worden sind, sind ja Inhalt dieses Alternativberichts an das UN-Kinderrechtskomitee, das erarbeitet worden ist in dem Netzwerk, das du seit Anfang des Jahres koordinierst und unterstützt. Das ist heute übermittelt worden an die UN. Und magst du daraus jetzt direkt noch mehr berichten? Und ich ermutige alle nochmals, Fragen zu stellen zu den Themen, damit wir hinterher auch noch weitere Antworten hören von euch. Ja, dazu möchte ich gerne noch mehr berichten. Das stimmt, Christa, vielen Dank. Genau, nochmal kurz zurück zur UN-Kinderrechtskonvention. Das hat ja Nina Ohlmeier vorhin ziemlich genau uns erklärt, wie das funktioniert. Wer diese Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat, hat sich dazu verpflichtet, auch immer wieder zu berichten. Und im Moment sind wir in einem Berichtszyklus, in dem Deutschland berichten muss. Der deutsche Bericht ist im April eingereicht worden, letztes Jahr, also 2019. Und die deutsche Zivilgesellschaft kann in diesem Jahr bis zum 1. Juli noch alternative Berichte einreichen. Diesen Zyklus haben wir uns zunutze gemacht. Eines unserer Projekte ist eine Projektklasse hier in Berlin, die Unfair Tobacco schon seit Januar 2019 betreut. Diese Klasse, das sind Kinder in der 5., 6. Klasse, die haben zu diesen Themen gearbeitet. Wir haben interaktive Workshops gemacht, da haben sie kennengelernt, was sind die Kinderrechte, was sind ihre Rechte, wie funktioniert das denn eigentlich alles mit dem Tabak, was bedeutet Tabak für uns, was bedeutet das für andere Kinder. Und im Rahmen dieser Workshops haben sie auch selber Videoclips aufgenommen, in denen sie dazu Stellung beziehen. Sie sagen zum Beispiel, wie das auf sie wirkt, wenn jemand raucht. Sie sagen, wo sie vollgeraucht werden, wo sie das stört. Sie sagen auch, ob sie gehört werden von den Erwachsenen, wenn sie darauf ansprechen. Sie sagen, was sie sich wünschen. Sie sagen auch, was sie wissen über die Kinderarbeit im Tabakanbau. Und sie schlagen vor, was man tun könnte. Und all dies wurde zusammengeschnitten in ein einzelnes Video, also aneinander gehängt. Und das wird auch ans UN-Kinderrechtskomitee übermittelt. Was Sie da sehen, ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Video, einfach nur ein Bild, wo eben eine Teilnehmerin sagt, I wish they wouldn't smoke so much. Also auf Deutsch sagt sie, ich wünschte, sie würden nicht so viel rauchen. Und sie spricht in dem Fall über ihre Eltern. Ich sage dazu jetzt gar nicht so arg viel mehr. Denn die Einreichung wird morgen sein. Die Kinder haben dazu auch eine Aktion gemacht, gestern. Und all das können Sie morgen auf unserer Webseite dann nachlesen und in unseren sozialen Medien. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Das andere, dieser Alternativbericht, von dem Christa Rustler gerade sprach, den haben wir heute eingereicht aus dem Netzwerk Kinderrechte und Tabakkontrolle heraus. Da möchte ich kurz was zu diesem Netzwerk sagen. Das Netzwerk wurde gegründet im September 2018. Maßgebliche Person in Konzeption, Aufbau und Koordination bis Ende Januar diesen Jahres war Laura Grähn, die die ganzen Organisationen angeschrieben hat, sich mit allen in Verbindung gesetzt hat und es erreicht hat, dass wir jetzt ein Netzwerk haben von über 20 Gesundheits-, Kinderrechts- und entwicklungspolitischen Organisationen und einigen Einzelexpertinnen, die gemeinsam eine Vision verfolgen, nämlich eine tabakfreie Welt bis 2040. Dieses Bündnis hat schon mehrere Publikationen rausgebracht, die können Sie auf unserer Webseite auch sehen. Und heute haben wir einen Bericht eingereicht, der heißt Children's Rights and Tobacco Control in Germany. Und wir haben beleuchtet, wie sieht es hier in Deutschland für die Kinder aus. Vieles von dem, was wir von Nina Ohlmeier und von Ute Mohns gehört haben, steht auch in diesem Bericht drinnen. Genauso wie das, was ich gerade berichtet habe zum Thema Kinderarbeit im Tabakanbau.
Auf die Folie habe ich Ihnen die wesentlichen Forderungen, die wir da reingeschrieben haben, gesetzt. Also im Wesentlichen wollen wir die WHO-Tabakrahmenkonvention umgesetzt sehen. Dazu muss ich kurz sagen, das ist ein internationaler Gesundheitsvertrag, den auch Deutschland unterschrieben hat. Und beispielsweise das Tabakwerbeverbot wäre laut diesem Vertrages eigentlich schon seit 10 Jahren in Deutschland Pflicht. Haben wir noch nicht geschafft. Ein Teil dieser Konvention ist auch Tabaksteuern zum Beispiel, denn ein sehr viel höherer Preis bedeutet auch, dass weniger Menschen rauchen. Das Rauchverbot im Auto haben wir reingeschrieben und wir haben auch reingeschrieben, dass es dringend Entwöhnungsangebote braucht. Denn wenn wir an die Kinder denken, die unter Passivrauch leiden, dann müssen wir auch bei den Erwachsenen ansetzen, denn die sind es, die die Entwöhnung brauchen. Das heißt, um Kinderrechte durchzusetzen, müssen wir Erwachsene entwöhnen. Und der andere Teil, unten die 4 Punkte, sind zum Thema extraterritoriale Verpflichtungen. Dort habe ich auch aufgelistet den UN-Vertrag zu Unternehmen und Menschenrechten. Das ist im Prinzip ein großer, globaler, internationaler Vertrag, in dem Ähnliches drinstehen soll, wie ich es zum Lieferkettengesetz erzählt habe. Also in dem Unternehmen dazu verpflichtet werden sollen, dass sie transparent sind, dass sie ihre Lieferketten analysieren und entsprechende Menschenrechts- und auch Umweltverstöße, Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße zu beseitigen. Und in die Pflicht genommen werden in dem Fall natürlich auch die Staaten, die das durchsetzen müssen. Und dann, um ganz konkret zu werden, auf den Tabakanbau hin, haben wir auch da reingeschrieben, wir wollen, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Kinderrechte in ihren Projekten auch priorisiert. Und wir wollen auch, dass sie kleinbäuerliche Betriebe darin unterstützt, Alternativen zum Tabakanbau zu finden. Also in dem Fall wären das beispielsweise ein Sojabohnenanbau statt den Tabakanbau. Oder eine Mischung verschiedener Nahrungsmittel, die lokal vermarktet werden können. Oder verschiedene andere Möglichkeiten. Das kann auch eine deutsche Bundesregierung tun. Es gibt schon ein kleines Projekt in der Entwicklungszusammenarbeit, wo das getan wird. Und davon wollen wir ganz, ganz viel mehr, haben wir gesagt, in unserem Bericht. Jetzt fragen sich vielleicht noch ein paar, was machen wir denn dann mit dem Bericht? Jetzt haben wir ihn eingereicht und das war's. Nee, das war es nicht. Das UN-Kinderrechtskomitee wird im September zusammensitzen mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen und wird über all das beraten und anschließend an die Regierung eine Liste von Fragen schicken. Und wir hoffen, dass dort auch Fragen auftauchen, die wir aufgeworfen haben. Also, dass das Komitee von Deutschland, von der Regierung etwas wissen will. Wenn die beantwortet sind, gibt es noch eine Anhörung der Staatenvertreterinnen. Das ist wahrscheinlich im nächsten Jahr, im Frühjahr. Und anschließend gibt es sogenannte abschließende Bemerkungen des Komitees an Deutschland. Da bekommen die Regierungen für gewöhnlich Handlungsempfehlungen. Es wird ihnen gesagt, das habt ihr schon gut gemacht und das müsst ihr verbessern. Wir hoffen, dass es in diesen abschließenden Bemerkungen auch eine Bemerkung zu Tabak gibt. Es gibt leider keine Sanktionsmöglichkeit, aber wenn man vom UN-Kinderrechtskomitee gesagt bekommen muss, man soll seine Kinder doch bitte besser vor Passivrauch schützen, dann ist das für Deutschland diplomatisch ein bisschen schwierig. Also das ist eine richtig ordentliche Rüge dann. Und gleichzeitig können wir das später verwenden, wir alle in diesem Netzwerk Kinderrechte und Tabakkontrolle, um später weitere Forderungen an die deutsche Regierung zu stellen, welche Gesetze nun mal erlassen werden müssen. Soweit erstmal. Ich glaube, wir sollten in die Fragerunde übergehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Sonja. Ich denke, auch der Beitrag heute und das Webinar trägt viel zur Sichtbarkeit und zur Sensibilisierung für die Problematik bei, sodass wirklich auch ganz konkrete Unterstützung für die Fragen und für die Forderungen auch da sind. Und wir haben eine ganze Reihe an Fragen und ich denke, dass wir da wirklich auch die Zeit brauchen, um die Fragen zu beantworten. Von daher bitte ich um konkrete und eher etwas kurz gefasste Antworten. Wir haben einmal eine Frage
oder ich würde sagen zwei Fragen wahrscheinlich an Frau Mons. Und zwar einmal, wie ist die hohe Aufmerksamkeit für Werbung an den Verkaufsstellen einzuordnen? Also fallen Kioske auch unter Fachhandel? Und dann noch eine Frage zu, was sagt die Tabakindustrie in Deutschland, dass E-Zigaretten bei Corona nicht schädlich sind? Also gibt es da auch Äußerungen in Deutschland dazu? Ja, danke schön für die Fragen. Zur ersten Frage, wo es um eine Abbildung ging, die ich gezeigt hatte, zu den Verkaufsstellen. Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil sie auf ein ganz wesentliches Problem auch nochmal hinweist. Also zunächst zur Klarstellung, ich zeige mal kurz nochmal, ich gucke mal, ob das funktioniert, ob ich meinen Bildschirm freigeben kann und zeige kurz die Abbildung nochmal. Ich hoffe, das geht. Es war von Verkaufsstellen die Rede. Das heißt, das umfasst sämtliche Verkaufsstellen. Also zum einen den Fachhandel, also Tabakwarengeschäfte, aber auch sämtliche anderen Einzelhandel, Kioske, Tankstellen und vieles mehr, überall, wo Tabak angeboten wird. Und tatsächlich deutet das nämlich darauf hin, dass das ein zweiseitiges Problem ist. Zum einen haben wir Tabakwerbung an all diesen Verkaufsstellen. Und zum anderen haben wir auch noch enorm viele Verkaufsstellen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wo zum Teil eben Werbung nur in, Tabak nur in lizenzierten Läden verkauft werden darf. Und dadurch haben wir eben hier eine enorm hohe Sichtbarkeit der Tabakwerbung am Verkaufsort. Das heißt, man hat hier im Prinzip zwei Rädchen, an denen man drehen kann. Zum einen eben, wie viele andere Länder es schon gemacht haben, Tabakwerbeverbote am Verkaufsort, am Point of Sale, wie es eben heißt. Die andere Möglichkeit ist aber auch, die Verkaufsstellen zu reduzieren. Im Prinzip ist Tabak ja rund um die Uhr überall erhältlich. An Tankstellen, aber auch Zigarettenautomaten gehören auch dazu. Wie es eben viele andere Länder auch schon gemacht haben, dass man Tabakprodukte nur in lizenzierten Läden verkaufen darf. Das wäre nämlich dann nochmal eine andere Möglichkeit, hier einzugreifen und dazu beizutragen, eben, dass das Nichtrauchen oder die Tabakfreiheit sozusagen die Norm wird. Zu der anderen Frage zur Tabakindustrie, was Sie eben gesagt haben, zu E-Zigaretten, habe ich nicht so wahrgenommen. Also zumindest mein Eindruck, aber das kann auch ein sehr subjektiver Eindruck sein, ist, dass die Tabakindustrie jetzt nicht direkt irgendwas gesagt hat zum Thema Corona und Rauchen oder E-Zigaretten und Rauchen. Mein Eindruck eher ist, dass sie sich vor allem eben jetzt um die wirtschaftliche Perspektive bemühen. Und das ist nämlich der Punkt, wo wir dann sehr aufmerksam sein müssen, dass sie nämlich sagen, dass Tabakwerbeverbot und andere Regulierungsmaßnahmen jetzt erstmal zurückgestellt werden sollen, um die Tabakindustrie nicht noch weiter zu belasten, weil die ja schon durch Corona belastet ist. Wo auch immer das sein soll, das ist mir unklar. Aber das ist natürlich etwas, was jetzt viele Unternehmen machen, weitere Regulierungen zu verhindern mit Verweis auf Corona. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufmerksam sein. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage, wo es denn noch oder in welchen anderen westlichen Ländern noch Kinderarbeit im Tabakanbau gibt, außer in den USA. Sieht man das? Und dann vielleicht eine Frage, die dazu passt, ob denn das Problem mit den, der ökologische Anbau, ob das einen Unterschied macht. Sonja, vielleicht kannst du da was sagen dazu. Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Also das eine ist, das habe ich jetzt im Chat schon mal kurz beantwortet, Kinderarbeit ist nachgewiesen im Tabakanbau in folgenden Ländern: Argentinien, Brasilien, Indonesien, Kambodscha, Kenia, Kirgisien, Libanon, Malawi, Mexiko, Mosambik, Nicaragua, Philippinen, Sambia, Simbabwe, Tansania, Uganda, USA und Vietnam. Das bedeutet aber nicht, dass in den Ländern, von denen wir keine Berichte haben, das nicht stattfindet. Jetzt die Frage nach den westlichen Ländern. Da muss ich noch dazu sagen, selbst wenn wir wissen, zum Beispiel auf einem Tabakfeld in Deutschland arbeiten keine Kinder unter 18 Jahren, also keine Kinder und Jugendlichen, heißt das nicht, dass die Bedingungen für die SaisonarbeiterInnen vielleicht deshalb gut wären. Es sind dann vielleicht keine unter 18-Jährigen, sondern eben 19-Jährige. Und in Deutschland gibt es viel SaisonarbeiterInnen aus den östlichen europäischen Ländern. Dazu muss ich aber sagen, ich
habe das nie genau untersucht hier in Deutschland. Also ich kann keine Daten nennen, aber das heißt nicht automatisch, dass alles gut ist, weil wir jetzt von hier zum Beispiel keine Kinderarbeit auf den Feldern zu berichten haben. Die andere Frage war ökologischer Tabak, ne? Genau. Ja, ökologischer Tabak bedeutet eigentlich nur, dass er ohne Pestizide angebaut ist. Das sagt gar nichts über Arbeitsbedingungen aus, sondern nur, dass nach den EU-Normen keine Chemikalien aufgebracht worden sind, die dort verboten sind, sozusagen, die unökologisch wären. Es gibt einiges an ökologischem Tabakanbau hier in Deutschland. Wo früher halt Tabak für Zigaretten angebaut wurde, wird jetzt ökologischer angebaut, ist aber auch im Rückgang, weil man eben nicht mehr damit werben darf, dass es eine Bio-Zigarette ist, weil eben die Verbraucherinnen und Verbraucher davon irritiert werden und die denken, das wäre vielleicht dann halt gesünder, ist es aber halt nicht. Deswegen gibt es das nicht so viel. Vielleicht noch eine schnelle Antwort. Wäre es den Tabaklandwirtinnen einfach, zeitlich, ökonomisch, bodentechnisch auf die Erzeugung von anderen Produkten umzustellen? Und wie wird das in den jeweiligen Regierungen gefördert und wie kann das aussehen? Also man kann umstellen. Einfach ist das nicht. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass es nicht genug Wissen über andere Pflanzen gäbe, sondern liegt daran, was zu vermarkten ist und in welchen wirtschaftlichen Zwängen die Menschen stecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel umstellen würde von Tabak auf Maisanbau, dann kriege ich für den Mais halt nicht so viel Geld, wie ich für den Tabak bekommen habe zum Beispiel. Andererseits kann man den Mais dann halt essen. Also wir sprechen von kleinbäuerlichen Familienbetrieben. Ne? Also es ist nicht das Setting vom großen Tabakbauern mit den fetten Maschinen in den USA, sondern wir sprechen halt von Niedrig- und Mitteleinkommensländern. Also es ist nicht leicht, es gibt es. Da können Sie gerne auf unsere Webseite gucken. Da haben wir einen Tabakatlas, in dem auch Alternativen zum Tabakanbau gezeigt werden. Da kann man es nachschauen. Und es gibt einige Regierungen, die sich da auch ein bisschen mehr hervortun als andere, indem sie das unterstützen. Bestes Beispiel dazu ist Brasilien, wobei sich die Lage politisch dort ja schwer geändert hat. Also Brasilien vor 5 Jahren war ein gutes Beispiel. Es gibt noch eine interessante Frage, oder passend zum Welt-Nichtrauchertag. Und zwar, wo gibt es Inspiration und Ideen für Aktionen zum Weltnichtrauchertag für Kinder- und Jugendeinrichtungen? Und Sie sagen, Sie sind rauchfrei, das Thema hat aber sonst keine Präsenz in unserer Arbeit und es ist ein Kinder- und Jugendzirkus. Welche Tipps gibt es da oder wo kann man nachgucken? Also ich glaube, da kann sogar Sonja vielleicht noch mehr zu sagen, denn sie haben ja gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen den Bericht erarbeitet und auch viel mit Schulklassen zusammengearbeitet, was wir tatsächlich direkt gar nicht so machen. Wir fördern zwar ja viele Projekte in der Breite, aber arbeiten jetzt nicht so viel direkt mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Ich würde ganz grundsätzlich sagen, ich denke, man sollte die Kinder und Jugendlichen selber fragen, was sie Lust haben zu machen. Also ich war ganz beeindruckt, was da sozusagen von Sonja auch auf die Beine gestellt wurde und was die gemacht haben mit den Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, dass sie selber auf sehr gute Ideen kommen würden, aber vielleicht mag sie dazu auch noch mal was sagen. Das muss ich erstmal weitergeben, eigentlich an meine Kollegin Dina Stratenwert, die das gemacht hat mit den Klassen. Also es war gar nicht ich persönlich. Zum Weltnichtrauchertag, also wir haben keine Aktionsformate großartig, aber tatsächlich, wenn man mit Kindern und Jugendlichen darüber spricht, was sie beim Rauchen vielleicht stört, also ob sie Rauchen überhaupt oft begegnen und ob sie das stört und was sie denken von den Zigaretten, kippen überall auf dem Boden, da kommen schon eine ganze Menge Leute, ganze Menge Kinder und Jugendliche auch zu Ideen, was sie tun könnten. Und das fängt an von Aufsammeln von Zigarettenkippen rund ums Zirkuszelt, das war eine Frage von Krabowatzi, richtig, bis hin zu sich Sachen zu überlegen, um eine Gegenwerbung zu schalten, zum Beispiel, wenn es um Tabakwerbung gibt. Ich kann eigentlich nur dazu einladen, wenn ihr irgendwas dazu machen wollt und Leute braucht, die euch ein bisschen unterstützen mit Informationen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, weil wir da vielleicht gemeinsam auf schicke Ideen kommen.
Ich denke, da ist doch noch Bedarf, irgendwas zu entwickeln. Und falls es eine Projektförderung braucht, kann man die bei uns dazu beantragen. Wir bis zu 5.000 Euro für Beteiligungsprojekte. Ja, wunderbar. Das sieht doch nach einem hervorragenden, nach einer hervorragenden Perspektive aus, wenn es um Kinderrechte geht und um Kinderschutz und um Ideen, wie das verbessert werden kann und vor allen Dingen auch die Kinder und die Jugendlichen mit ins Boot geholt werden und ihre Interessen kommuniziert und wahrgenommen werden und auch genügend Fürsprecher da sind, die diesen Kinderschutz und die Kinderrechte auch umsetzen. Ich sehe, es ist Luft nach oben in Deutschland, wie in vielen Bereichen. Und möchte vielleicht schließen mit ein paar Sätzen, die ich mir vorgenommen habe, immer wieder zu zitieren während der Corona-Krise, nämlich, dass Gesundheit wichtiger ist als wirtschaftliche Interessen und dass die Politik verpflichtet ist, gemeinwohlorientiert zu arbeiten und nicht für die Industrie und für die Wirtschaft zu arbeiten. Ich habe mir vorgenommen, das deutlich zu wiederholen und immer wieder drauf zu pochen, denn ich denke, wir haben deutlich wahrgenommen, dass Gesundheit oder ohne Gesundheit alles nichts ist und dass es uns sehr bremst und dass wir vor allen Dingen auch den Kindern und Jugendlichen und dem Nachwuchs eine Zukunft bieten müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmenden, bei ihren Fragen und bei der Aufmerksamkeit, die sie dem Thema geben. Noch mehr bei Sonja für die Organisation und bei deinem Team, dass das wirklich auf die Füße gestellt worden ist. Ich freue mich über die weitere Zusammenarbeit. Danke Ute Mons, Nina Ohlmeier und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Danke.